Da sind die zwei anderen Ladesäulen. Es gibt zwei andere. Ist ja witzig. Und die Parkplätze sind viel besser. Okay, aber der Empfang ist vorne besser am Eingang. Ach mein Gott. Und ich habe mich gewundert, wieso da vier sind. Trotzdem, die könnten ja mal die Nummer hinschreiben an die Ladesäule. Woher soll man denn wissen, welche ist? Da muss doch eine Nummer dran stehen. 150 meters at the roundabout. Ja, von wegen nur 10%. Von 90 auf 72 runter. Hätte ich doch mehr laden können. So, jetzt brauche ich eine Taschenlampe. Und dann brauche ich Wasser. Noch ein bisschen. Das habe ich hier irgendwo. Da müsste es eigentlich sein. Das ist Goldseife, das ist Waschmittel. Wo ist mein Duschgel? Irgendwo muss es ja sein. Ach, daneben. Na klar, daneben. So, das wäre schon mal geschafft. Und Handtuch habe ich und was zum Anziehen habe ich. Okay, jetzt kann losgehen. So. Hol dir jetzt entweder den Planer auf Shopify oder auf Amazon oder schau dir mal die schönen Stickers an, die ich gemacht habe. Alle Links wie immer in der Beschreibung. Viel Spaß! Hört gar nichts. Null. Es ist einfach totenstill hier oben und das ist herrlich. Wunderbar. Guten Morgen. Es war herrlich ruhig. Sie extrem viele Motorradfahrer heute. Da hat irgendwas mit Sport gefeiert. Da ist gerade jemand vorbeigerannt. Deswegen ist die Straße abgesperrt. Ich gehe doch in das überfüllte Café. Thank you.
sind total durch. Jetzt machen sie so einen Krach, weil sie gleich losfahren. Tagesaktuelles Video und im Hintergrund hört ihr Motorräder, weil heute Silvester ist und da fahren die Motorräder um die ganze Insel und machen Krach. Das heißt, um die ganze Insel, es ist egal wo ich bin, es ist überall laut. Aber ich möchte dann wenigstens nicht direkt an der Küste und in Strandnähe sein, wenn am Abend die ganzen Feuerwerke losgehen. Und ich will an einem Ort sein, wo keiner ist. Und Silvester ist der Tag, den ich am meisten hasse, weil es da am lautesten ist, ganz allgemein. Silvester und Neujahr. Also. Aber da muss ich durch. Es ist nicht verboten. Ich kann es nicht verhindern. Ich kann nicht entkommen. Genauso wie alle anderen, die geräuschempfindlich sind, zum Beispiel Hunde, Katzen, wilde Tiere, alle Tiere. Eigentlich, ich verstehe auch gar nicht, wieso so viele Menschen so einen Lärm genießen, weil es ist eine Qual. Es wird auch als Folter eingesetzt. Also von den ganzen Terrororganisationen wird Lärm als Folter eingesetzt, um Informationen aus den Opfern rauszupressen. Also zum Beispiel ein tropfender Wasserhahn oder einfach irgendein lautes Geräusch. Also alle Stunde oder alle halbe Stunde, vor allem in der Nacht, wenn man eigentlich schlafen will. Und dann wacht man mit Herzrasen auf und hat das Gefühl, irgendwas ist passiert. Der Krieg ist ausgebrochen, man muss wegrennen und hat deswegen ein Adrenalinausschuss und so kann man nicht schlafen und so kann man auch nicht in Ruhe arbeiten. Also ich weiß nicht, ob es in Tibet irgendwelche zurückgezogenen Klöster gibt, wo man die Feuerwerke nicht hört oder in der Mongolei oder vielleicht in Afrika in so zurückgezogenen Urwaldvölkern. Und vielleicht machen die dann anderen Krach. Aber ich glaube, die haben ja auch nicht so den Fokus auf. Die haben mal andere Tage, wo die feiern vielleicht. Ich weiß es nicht. Egal. Ich entkomme dem nicht und ich brauche gar nicht drüber nachdenken, in die Mongolei zu gehen oder so. Ich muss da durch. Und ich mache das Beste draus. Ich hoffe, dass ich möglichst viele Videos editiere. Ich habe hier super schlechten Empfang. Das heißt, das 3 Minuten 50 Video oder was ich aufnehme, das wird Ewigkeiten dauern, bis das hochgeladen ist. Aber bis heute Abend ist es auf jeden Fall hochgeladen. Und ansonsten, am 2. Januar fange ich an zu arbeiten. Und zum Glück habe ich ja jetzt mehrere Editoren, insgesamt 4. Und ja, meine Muttersprachlerinnen, also das sind 2 Engländerinnen, eine Französin, eine Spanierin, also aus Südamerika, 2 Italienerinnen und 3 Russinnen. Sind das 10? Habe ich 10 Korrektorinnen? 9. Ich habe 9 Korrektorinnen. Muttersprachliche und 4 Editoren. 13 Leute in meinem Team. Ja, ansonsten, was soll ich sagen? Ich versuche, so produktiv und kreativ wie möglich zu sein. Ich versuche, mich zwischendurch zu erholen, zu entspannen, mich zu bewegen, gesünder zu essen. Gestern hat es nicht gut geklappt, weil irgendwie hat die Elena gemeint, ja, ich hoffe, du kannst auch ein bisschen feiern. Und dann bin ich so in den Supermarkt gegangen und dann
bin ich mit dem Wort feiern im Kopf einkaufen gegangen. Ganz doofe Idee. Das war dann so eine Packung Chips, eine Packung Himbeer-Brombeer-Gummibärchen, zwei kleine Pudding. Noch irgendwas. Ich weiß jetzt gar nicht. Es war auf jeden Fall zu viel. Egal, war ja nur gestern. Ansonsten esse ich jetzt ziemlich gesund. Und zweimal am Tag und sehr wenig. Ja, dann macht's mal gut. Guten Rutsch. Frohes neues Jahr, wenn ihr das erst morgen guckt. Viel Glück, viel Gesundheit, viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Wenn ihr unterwegs seid, schöne Reisen, gute Fahrt, freie Straßen, ruhige Plätze, schöne Aussichten. Genießt euer Leben. Man lebt nur einmal. Macht's es gut. Pfiat's euch. Tschüssikowski. Bis nächstes Jahr. Nichts. Fast nichts. Abgerundet. Null. Ja, es ist immer noch Silvester und ich fahre jetzt doch mal ein Stück näher an den Teide hin, weil ich überhaupt kein Internet mehr hatte jetzt auf dem Platz, wo ich stand, und überhaupt kein Internet. Da dauert es dann doch schon ziemlich lange, bis ein Video hochlädt. Ja, und außerdem musste ich nochmal auf Toilette und um 13 Uhr hat das Restaurant in dem Ort zugemacht, wo ich vorher war. Also ich hoffe, dass das oben offen hat noch. Wenn nicht, da ist noch ein Hotel. Das hat ja auf jeden Fall offen. Genau. Jo, und dann gehe ich, wenn ich schon da bin, ein bisschen wandern. Das ist nämlich ein total schöner Weg, den ich schon oft gegangen bin. Mit so schönen Felsformationen. Und man sieht ja schon hier, dass sich das ankündigt. Ganz verschiedene Felsen und so. Und es wäre natürlich auch eine Idee, hier auf irgendeinem Platz zu bleiben über Nacht. Vor allem je abgelegener, umso besser. Schauen wir mal, wie voll die Parkplätze überhaupt sind am Abend. Vielleicht habe ich ja Glück und auf dem großen Parkplatz ist überhaupt keiner am Abend mehr. Wer weiß. Ich lasse mich überraschen. Ja, zum Glück ist offen. Hätte mich ja auch gewundert, weil wo sollen denn die ganzen Touristen hin? Nicht aufgeben. Immer weitergehen. Einmal pro Woche eine wirklich anstrengende Wanderung. Ich habe mir in dem kleinen Infohäuschen da hinten bei dem netten Typ gerade so eine Karte geholt mit den Wanderwegen.
Und dann frage ich ihn so, der Weg, der hier um die Felsen rumführt, welcher von denen auf der Karte ist denn das? Und dann zeigt er mir so den allerkleinsten Weg von allen. Und ich so, ja, ja, wenn ich so einen kleinen Weg gegangen bin, ich bin schon so erschöpft. Wie soll ich dann die größeren Wege schaffen? Und dann sag ich, ja, da ist schon eine ganz schöne Steigung in dem Weg. Aber sag ich, ja, irgendwo muss man ja anfangen, gell? Ja, ich glaube, ich bin heute Nacht dann nicht die Einzige. Ich denke, das Wohnmobil wird bleiben. Vielleicht dieser kleine Van. Da drüben sind auch noch ein paar Wohnmobile. Ja. Hallo, ihr Lieben. Auf 365 Schritte gibt's Spaziergänge, Videos zu Glück, Gesundheit, Entspannung und Sprachenlernen. Und ihr könnt da auch ein. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und wenn es euch gefällt, liken und abonnieren. Schönen Tag euch! So, im Hotel darf man nicht mehr auf Toilette gehen. Die haben gerade gesagt, es ist geschlossen. Obwohl ich ihnen ganz freundlich einen Euro geboten habe. Und ja. Also, was machen wir denn dann? Ich muss irgendwo ins Gebüsch. Tja.